Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Pete Simulator X. Ja Leute, das Daycare Update ist draußen. Wir haben jetzt eine Daycare in Pete Simulator und eine Secret Area im Valentinstag Event, welche wir uns beides heute anschauen werden. Außerdem werden wir hier nochmal Leute 10 der Exclusive Memex öffnen. Ich bin sehr gespannt, ob wir eventuell noch eine Huge oder sogar eine Titan Cats oder ja doch, es ist eine Cat, Leute. Es ist eine Cat bekommen können. Und Leute, ich bin sehr gespannt. Hier haben wir die neue Daycare. Die schauen wir uns heute gemeinsam an. Und zwar genauer an. Und davon würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen da, wenn es dir gefällt. Und abonniert den Kanal. Und aktiviert auch im Kanal einen coolen Roblox-Videos, um mir zu passen. Und dann würde ich sagen, los geht's nach dem Intro. Leute, die Daycare, hier haben wir sie. Wir schauen uns sie einfach als erstes an. Speed Multiplier, dreimal schneller, wenn man online ist. Okay, Leute, die Pet Daycare. Ich kenne die Daycare, was Pets angeht, sage ich mal, nur aus Pokémon. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt mal gemeinsam an. Gehen wir jetzt hier mal rein, Leute. View, you have none. Und wir können die sogar upgraden, okay, für Robux. Wow, 1300 Robux. Muss ich mir überlegen, Leute. Schauen wir uns die erstmal an, Leute. Enroll. Okay, hier haben wir sie, Leute. Hier können wir jetzt unsere Pets anscheinend reinlegen. Ich habe jetzt gar nicht mal so viele Pets. Also es gehen nur Pets, die nicht exklusiv sind. Okay, das ist gut zu wissen. Ja, Leute, also das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel so ein Pet hier reinlegen. Und es würde jetzt in 6 Stunden, würde uns das, 1 Million bis 100 Millionen Gems bringen. 50 Millionen bis 5,3 Billionen Herzen. Das ist sehr gut, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Und desto mehr Pets ich da reinlege, wir können 10 Pets insgesamt da reinlegen, gibt das halt immer und immer mehr. Und sogar die Coins hier, Leute, die ich auch brauche. Und sogar hier auch Damage Boost und so weiter und so fort. Und es dauert 6 Stunden. Das heißt, ich könnte sie jetzt hier reinlegen und in 6 Stunden mich einloggen und ich bin wieder da. Wenn ich jetzt online bleibe, dauert das nur 2 Stunden, weil es geht ja 3-mal so schnell. Ja, Leute, das mache ich jetzt erstmal nicht. Ich mache das gleich, wenn ich quasi die Aufnahme beendet habe, damit ich dann einfach in 6 Stunden wieder online kommen kann, weil gerade brauche ich ja noch meine Pets. Beziehungsweise eigentlich brauche ich sie nicht, oder? Nee, eigentlich brauche ich nur eins von denen, damit das ja dann, warte mal. Wir haben ja hier die Exclusives und dann reicht ein gutes Pet und dann haben wir ja quasi, wo sind sie eigentlich, Leute? Hier sind sie. Wieso sind sie nicht bei Autoequip dabei? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber eigentlich brauchen wir sie nicht, außer eins. Aber egal, wir legen sie einfach am Ende der Folge rein. Das ist auf jeden Fall die Daycare. Das ist eigentlich so recht simpel erklärt. Hier kann man dann schauen, was wir dann da machen können. Ich weiß nicht, ob man da mehrere Pets reinlegen kann. Wisst ihr was, Leute? Wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir legen jetzt hier einfach 10 Pets rein. Zack, eins davon behalte ich mir jetzt mal. Und dann legen wir noch die hier rein. Und dann legen wir noch die hier rein. Zack, und enroll. Und put these Pets in the Daycare. They cannot be taken out early. Yes! Und, die sind jetzt alle separat hier drin. Das heißt, wir können hier 10 Stück reintun quasi. Okay, das passt aber, Leute. Das passt aber. Wir haben uns ja hier unser bestes Pet behalten, damit wir hier noch den Boost haben auf die anderen Pets. Und hier, die sind jetzt alle in 6 Stunden fertig. Man könnte jetzt hier nochmal 10-mal mehr Slots holen. Ob sich das dann lohnt oder nicht, das weiß ich nicht, Leute. Das können wir hier ja herausfinden, wenn wir das dann einsammeln, Leute. Das kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen. Und, okay, wir können das jetzt nicht mehr angucken. Aber das sah eben schon ganz cool aus. Da konnte man auf jeden Fall einigen guten Loot rausbekommen. Ich bin mal sehr gespannt, Leute, in 6 Stunden, wenn ich mir das Ganze mal anschaue. Außerdem, was ich jetzt noch machen wollte, Leute, ich wollte hier noch zum Huge Tron hingehen, bevor wir uns das Secret Event angucken. Ich habe nämlich noch ein paar Exclusive Pets hier gefunden, die wir hoffentlich eventuell, nee, wobei, so viele habe ich gar nicht, Leute. So viele habe ich tatsächlich gar nicht, die wir hier dann, okay, dann vergessen wir das Ganze wieder, Leute, dann. Wobei, vielleicht haben wir gleich genug, wenn wir ja die 10 Exclusive Eggs hier öffnen. Ja, Leute, jetzt gehen wir allerdings mal erstmal zum Valentinstags-Event. Sammeln wir mal hier das Geschenk ein. Und danke für die Blumen. Aber sammeln wir nochmal ganz kurz das hier ein. Zack. Und jetzt gehen wir hier rein und boom, Hallihallo. Außerdem gibt es hier beim Teleporter jetzt auch so Icons, Leute. Dann sieht man, was wo ist. Hier ist zum Beispiel Rainbow. Hier müsste die Fusion sein. Hier sind die Upgrades. Hier ist der Spawn, der Shop. Hier ist eine Kiste, da ist eine Kiste, da ist ein Portal und so. Es ist schon recht cool auf jeden Fall gemacht, Leute. Und was auch noch cool ist, das zeige ich euch gleich, Leute. Man kann jetzt 3 Pets auf einmal enchanten. Wie cool ist das denn bitte? Das zeige ich euch gleich. Hier haben wir jetzt irgendwo ein Secret Event. Und wo sind meistens die Secret Areas in Pets
Simulator. Genau, hinterm Wasserfall. Genau so ist das eben hier auch, Leute. Hier haben wir das und boom. To enter the Cozy Cave, you must complete this quest. Start. Oh, hier, Leute, wir müssen eine Quest machen. First quest, break 100 hard piles, return when you have finished. Okay, Leute, das heißt, wir müssen jetzt 100 Herzen kaputt machen. Und dann haben wir Quest Nummer 1 quasi abgeschlossen. Und das Ganze mache ich doch jetzt einfach mal. Okay, Leute, wir haben jetzt die 100 Hard Piles zerstört. Und jetzt bin ich gespannt, was die Aufgabe Nummer 2 sein wird. Laufen wir zum Portal. Und Aufgabe Nummer 2 ist Break... Oh mein Gott. 25 Hard Presents, Leute. Jetzt müssen wir 25 dieser Herzgeschenke kaputt machen. Alles klar. Okay, Leute. Und die letzte Quest ist Hatch 115 Eggs from the Valentine Egg. Oder Pets halt. Und ja, wir sollen wegkommen. Hinkommen, wenn wir fertig sind. Das heißt, wir müssen 150 von diesen Eiern hier öffnen. Das heißt, wir machen direkt mal... Ja, alles auf Delete und wir fangen dann mal an, Leute. 8 Stücke, boom. Und wow, wir haben einen goldenen Laufline bekommen. Und jetzt machen wir einfach Auto-Hatch an, Leute. Das müsste kein Problem für uns sein. Ich glaube, das ist sogar die einfachste Aufgabe von allen von denen, weil 150 Eggs sind wirklich jetzt nicht so viel. Das kann man easy peasy hinkriegen. Und ja, dann bin ich mal sehr... Wow, sogar ein Valentine's Bear in Mythical. Da bin ich mal sehr gespannt, Leute, wie die neue Secret Area aussieht. Und ich weiß gar nicht, Leute, wie viele Eggs haben wir schon gehört. Ich glaube, 150 sind es noch nicht. Aber gleich. Und nochmal ein Mythical, Leute. Schauen wir mal nach. Haben wir es geschafft? Oh nein, wir brauchen immer noch 50. Okay, kein Problem. So, Leute, das war's jetzt. Und jetzt kommen wir hier rein. Hier ist die neue Secret Area. Und yo, wie cool sieht das denn hier bitte aus? Hier können wir selber diese Dinger hier farmen, die uns wahrscheinlich sehr viele Herzen geben. Und hier ist ein riesiges Herz. Eine, beziehungsweise eine Kiste ist das. Und wow, die hat gar nicht mal so viel Leben. Das heißt, wir können die easy kaputt machen. Und hier gibt es auch ein neues Egg. Wie cool ist das denn bitte für 2 Millionen? Okay, es sind dieselben Pets. Das sind wahrscheinlich... Oh, ein neues Huge Pet, Leute. Wow. Und wahrscheinlich ist das Mythical nicht so selten hier drin. Und... Oh. Ja, tatsächlich. Wir haben direkt 3 Stück bekommen. Und eins davon war sogar Rainbow. Oder war das gerade doch nur Luck? Okay, jetzt kriegen wir keins. Dann kriegen wir jetzt noch eins. Hallo? Okay, da ist noch einer. Okay, okay, okay. Und jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Wie gut ist er denn? Das ist ein Mythical hier in Rainbow, Leute. In Rainbow. Wir haben es ja hier irgendwo. Oh, 5,6 Q. Ja. Ja doch, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und da hinten haben wir noch eine Kiste, beziehungsweise die spawnt ja neu. Und ja, hier kann man auf jeden Fall jetzt sich gute Mythical, gute Pets zusammen farmen. Die Area an sich sieht auch mega cool aus, Leute. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr, muss ich sagen. Und jetzt schauen wir uns doch mal... Oh, man kann hier nicht raus? Man kann hier nicht raus, hallo? Leute, wir sind fest. Wir stecken fest in der neuen Area. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz hier bei der Daycare vorbei, um die es ja mehr oder weniger am Update handelt, weil ich war jetzt eine Zeit lang weg, aber ich denke nicht, dass die 6 Stunden vorbei sind. Schauen wir mal kurz hier nach, Leute. View, ne, 2 Stunden fehlen noch tatsächlich und danach können wir das Ganze einsammeln. Eventuell schneide ich das auch noch ins Video rein. Gucken wir mal, Leute. Sehr wahrscheinlich nicht, aber eventuell schneide ich das noch rein. Wenn nicht, dann probiert es aber selber aus, dann seht ihr es ja, Leute. Auf jeden Fall ist es ganz cool, dass man hier auf jeden Fall... Ist ja noch cooler, wenn die Petzer noch hier so rumspringen würden, wie ein Pokémon, Leute. Das wäre richtig nice. Okay, Leute, ich habe meinen Skin gewechselt, habe alle Welten in der Doodle World freigeschaltet, ein bisschen gegrindet und die Daycare ist fertig, Leute. Pet ready. Hier haben wir alle Pets, Leute, die wir hier eben reingelegt haben. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wir fangen an bei dem schlechtesten Pet, und zwar bei diesem hier, Leute. Claim. Und wir haben 40 Millionen Diamonds bekommen, 100 Millionen Valentinsherzen, 10 Millionen davon. Cartoon-Coins, was jetzt nicht so gut ist, aber Leute, die Boosts sind auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr strong. Mega, mega nice. Ich denke, auch im Hardcore-Modus wird das Ganze ja auch mega OP sein. Und jetzt, Leute, kommen wir zu den krasseren Geschützen. Und zwar haben wir einmal, Leute, einen normalen hier von uns. Und 2 Millionen Gems, 800 Millionen Valentinstagherzen.
800 Millionen ist schon jede Menge, Leute. Das ist schon krass, Leute. Das ist schon extrem krass. Ah, das sind die Rainbow. Ich dachte schon, Leute, die Rainbows werden hier einfach nicht angezeigt. Ja gut, die Dark Matter sind nicht so krass, aber boah, ist das auch nicht schlecht, muss ich sagen, Leute. Und wir drücken jetzt einfach auf Claim All. Zack, und hier sehen wir es, Leute. 8 Milliarden Valentinstagskerzen, 40 Millionen Cartoon Coins, 120 Millionen Gems, was richtig krass ist. Die Boosts sind ja auch absolut OP viele, Leute. Und ja, wir können direkt hier wieder hingehen und direkt hier wieder einfach unsere Pets reinlegen und dementsprechend einfach zack, 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 zack und wisst ihr es, dich zacken wir auch direkt rein und ich mach auch mal mein Hardcore-Pet jetzt da rein, Leute, und dich auch noch und dich auch noch und ja, das reicht dann, Leute. Bam, zack, hier drin seid ihr. Und was wir auch noch machen, Leute, wir grainen das Ganze ab, wir holen uns 10 weitere Slots für 1300 Robux. Au, 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 meine Robux tun weh. Kann man sich eigentlich jetzt noch mehr Slots holen? Nee, kann man nicht. Okay, Leute, das heißt, es geht nur einmal und dann können wir noch mehr Pets hier reinlegen. Und das Ganze machen wir doch jetzt einfach mal, Leute. Wir legen jetzt so viele Pets rein, wie wir nur können. Zack und let's go. Und jetzt haben wir hier ganz viele Pets drin, die in 6 Stunden wieder ready to claim sind. Und ich würde sagen, ja, weiter geht's. Jetzt schauen wir uns doch schnell mal das hier Enchanten an. Dafür gehen wir hier in den Fantasy. Hier hin, Leute, in den Enchanted Forest. Hier gibt es nämlich den Enchanting Table. Und ja, hier kann man jetzt auf jeden Fall, Leute, anstatt 1 kann man hier 3 Pets jetzt auswählen. Zack. Und dann machen wir hier jetzt Cartoon Coins. Wo haben wir das, Leute? Cartoon Coins hier. Zack und let's go. Und jetzt entscheiden sich quasi 3 Pets auf einmal automatisch. Das ist auf jeden Fall schon cool. Besser als 1. Das heißt, es geht 3-mal so schnell. Was natürlich eine sehr, sehr coole Sache ist. Wäre halt cool, wenn man es auch mit 8 Stück oder so machen könnte, damit es halt noch schneller geht. Aber so ist auf jeden Fall schon mal eine coole Sache. Und zum Ende dieser Folge, Leute, werden wir hier nochmal 10 von diesen Memex öffnen, weil ich habe jetzt zwar nicht so viele Robux gerade, aber wieso denn eigentlich auch nicht? Gehen wir dafür einfach hier zum Spawn, Leute. Gehen wir hier zum Spawn und dann holen wir uns das Ganze jetzt. Falls du dir übrigens Robux oder Robux bekommst, mach doch gerne mit Sarko Jojo. Wir holen uns hier, Leute, das Exclusive Meme Egg. 3200 Robux. Zack. Und Leute, die neue Animation ist ja da und es sieht mega nice aussehen, Leute. Wir legen los und hoffentlich bekommen wir ein huge Pet. Und ja, Leute, wir öffnen das einzeln und schade. Hätte ja sein können, Leute. Hätte ja sein können, dass es direkt First Try ein huge Pet wird. Und wir öffnen weiter die Ex und boom, wieder nicht. Au! Oh! Wow, eine Rainbow Pop Cat. Oh mein Gott. Warte mal, hatte die gerade einen Rainbow-Namen über den Kopf? Liege ich jetzt falsch oder hat der Name nicht gerade noch so geleuchtet, so Rainbow? Ich blende euch nochmal kurz ein. Das war auf jeden Fall, ich glaube, das war auch neu. Aber Leute, das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Aber nicht so gut wie eine Huge Pet, die wir jetzt bekommen werden. Come on. Ach, schade. Aber eventuell kommt ja noch eins, Leute. Wir haben noch ein paar Eggs, die wir noch aufmachen können. Und ich würde sagen, Leute, weiter geht's. Und komm schon. Nein, schade. Leute, eventuell haben wir von der neuen Daycare ja mehr Glück. Und wir versuchen es. Egg, geh auf und gib mir ein Huge. Ah, es ist echt sehr selten, leider. Es ist echt sehr, sehr selten, dass man hier ein Huge Pet rausbekommt. Aber eventuell haben wir Glück, Leute. Und bekommen eins. Komm schon, du bist es. Ich sehe dich. Und da, tatsächlich wieder nicht. Schade. Aber in der Doodle World schaffen wir es. Let's go, Egg. Geh auf und gib mir ein cooles Pet. Ja, leider kein Huge Pet, aber es ist immer noch cool. Und 3 Stück haben wir noch. Das erste geht auf und... Ah, schade. Weiter geht's und... Ah, aber immerhin eine Popcat, Leute. Und jetzt machen wir das letzte Exclusive Egg dieser Folge hier auf, Leute. Das letzte. Und was bekommen wir hier raus? Noch eine Knife Cat. Okay, dann würde ich an der Stelle sagen, was war's mit der Folge. Falls es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal und aktiv die Glocke. Um keine weiteren coolen Roblox Videos mit zu was mit der Starcode oder 15 Robux. Oder Robux bekommst du, würde ich sagen. Haut hier rein und ciao, Leute.